Der Hass auf andere, der Terroristen zu Waffen greifen lässt, wird geschürt, vor allem online. Wie Spinnweben erstrecken sich rechte Netzwerke über Deutschland, über Europa, weltweit. Es gibt wortwörtlich eine Verbindung zwischen dem Terroranschlag in Christchurch und Deutschland. Denn der mutmaßliche Täter hat offenbar ein Manifest geschrieben, Titel The Great Replacement, auf Deutsch Der große Austausch. Das ist kein Zufall, warnt Extremismusforscher Andreas Zick. Das sollte uns massiv erschrecken, dass das Manifest der große Austausch heißt. Das heißt, diese Ideologie, dass das Volk ausgetauscht wird, dass wir überfremdet werden vom Islam, die ist ja mitten in unserer Gesellschaft. Ich sag mal eine Zahl, Juni 2016, eine repräsentative Erhebung, die wir durchgeführt haben. 40% in der Mitte der Gesellschaft meinen, wir werden durch den Islam unterwandert. Die eindeutig rechte Idee eines großen Austauschs findet sich bei der identitären Bewegung Deutschland ganz normal auf der Internetseite. Dass sie bei der rechtsextremen NPD ganz klar im Parteiprogramm verankert ist, verwundert nicht. Die Kommunikationswissenschaftlerin Josephine Schmidt macht sich allerdings sehr große Sorgen darüber, dass auch die AfD bei Menschen die Angst vor anderen schürt, ebenfalls von einem angeblichen Bevölkerungsaustausch redet. Es ist auf jeden Fall gefährlich, dass wir eben Personen im Parlament haben, die diese Verbindung aufweisen können. Aber ich meine, solange eben keine die strafrechtlich relevanten Dinge tun, können diese Gruppierungen natürlich auch nicht verboten werden. Und das ist eben Aufgabe des Verfassungsschutzes, das eben entsprechend zu prüfen. Während Verfassungsschützer prüfen, wird rechte Ideologie immer weiter verbreitet. Online setzt vor allem die identitäre Bewegung auf eine coole, hippe Aufmachung. Die Zielgruppe Jugendliche. Was ein ganz zentraler Aspekt auch in so Propaganda und das tatsächlich aber ideologieübergreifend ist, ist immer dieses Kollektiv, was beschworen wird. Also wenn du Teil unserer Gruppe bist, dann kämpfen wir zusammen für unsere Ideale und machen die Welt besser. Und das ist natürlich was gerade für Menschen im Jugendalter, wofür sie besonders empfänglich sind, eben Teil einer Gruppe zu sein. Dass sie Teil einer Gruppe werden, die gezielt Hass auf andere verbreitet, fällt auf den ersten Blick dabei vermutlich nur wenigen auf. Ob Identitäre oder andere rechte Bewegungen, sie sind eine Art geistige Brandstifter, wohl auch für Menschen wie den mutmaßlichen Täter von Christchurch. Er versteht sich schon als Mitglied und auch als Terrorist, der kämpft für eine breite identitäre Bewegung. Das ist eine neu rechtsextreme Bewegung, die sich da gebildet hat. Sie hat tiefe Verbindungen auch in die europäischen Szenen und Milieus. Die Internetnetzwerke, in denen er ist, sind riesig groß. Und es ist erschreckend, dass der große Austausch in Deutschland, in Europa auftaucht und auf Englisch übersetzt die Überschrift des Manifests des mutmaßlichen Täters von Christchurch ist, die Verbindung international.